Ben yandım düttüm. Ben sana yandım düttüm. Was geht ab meine Freunde, mein Name ist Hanson und ich begrüße euch zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Im heutigen Video 5 Skills, wie du 100% besser wirst in FIFA und natürlich auch die besten Skills in FIFA 22, die du auf jeden Fall verwenden solltest. Das Ganze wirst du ganz einfach checken bei dem Video, denn ich blende einen Controller ein und da kannst du sehen, wie du diese Skills ausführst, wie du die am besten machst und ich werde dir erklären, in welcher Situation. Bevor das Video anfängt und ihr mich ein bisschen supporten könnt, würde mich sehr freuen, abonniert den Kanal, lasst ein Like da plus, aktiviert die Glocke, um gar nichts mehr zu verpassen. Die Leute, die mich ein bisschen mehr verfolgen, ich mache diesen besserwerden Content. Ich werde in Zukunft auch meine Weekly League immer einblenden. Und es würde mich natürlich auch freuen, wenn ihr die anderen Videos von mir abcheckt. Das wird mich echt sehr, sehr supporten. Wenn ihr einfach die Glocke aktiviert, die anderen Videos abcheckt. Ich streame auch jeden Tag auf Twitch. Könnt auf jeden Fall auch gerne ein Follow da lassen. Und ohne viel zu reden, starten wir auch ins Video rein. Ihr könnt mir gerne natürlich auch eure Teams senden auf Instagram. Ich heiße da genauso wie auf YouTube. Da kann ich euch sagen, was ihr verbessern sollt. Was auch immer. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr natürlich in die Kommentare oder auf Insta. Starten wir rein. Erstes Skill, das ich heute zeige, ist der Reverse Elastico. Jungs, bitte benutzt diesen Skill. Der ist so brutal. Guck mal einfach her, wenn ich jetzt wieder den Ball habe, nehme ich mit L1 den Ball an und dann zack, zack. Wisst ihr, wie schön ihr da Tore machen könnt? Folgendes Szenario. Ich laufe mit meinem Neymar zum Tor, okay? Und da stehen zwei Verteidiger. Reverse Elastico, andere Ecke und der ist drin. Die Ausführung seht ihr da oben links. Das ist der erste Skill, den ich dir heute zeige. Reverse Elastico, merken, anwenden, speichern. Viele in den Kommentaren sind immer diese mächtigen FIFA-E-Sportler. Ja, kann sein, dass ihr diese Skills schon kennt. Sollte ich auch viele kennen. Aber es gibt Leute, die neu FIFA spielen oder diese Skills gar nicht anwenden. Deswegen erkläre ich euch auf jeden Fall. Und ja, weiter geht's direkt mit dem zweiten Skill. Und das, also ich weiß nicht, wenn ihr den nicht benutzt, habt echt was Falsches im Leben gemacht. Das ist der Elastico. Zack. Elastico ist wirklich so unnormal OP. Das ist brutal, wie gut er ist. Folgendes Szenario wieder wie vorher. Ich laufe von hier und es steht ein Verteidiger vor mir. Was müsst ihr machen, wenn ihr ein normales Passspiel spielt? Natürlich nach hinten, nach rechts, nach unten, nach rechts. Bis du einmal zum Tor kommst. Aber stellt euch mal vor, ihr habt den Reverse Elastico. Der Verteidiger ist genau vor mir und er kommt so an. Ich mache den Reverse, zack, batz. Also der Elastico. Und der Ball ist immer fast drin, wenn ihr einen guten Abschluss habt. Nochmal das gleiche Szenario. Da ist ein Verteidiger, der kommt direkt auf Neymar von rechts an und will dann den Ball nehmen. Ich mache Elastico, gehe in die andere Richtung und baller perfekt rein. Skill Nummer 2. Skill Nummer 3 ist, ich sag dir ehrlich, ich weiß den Namen von diesem Skill nicht, aber sagen wir einfach, das ist der Umdrehskill. Der Umdrehskill, keine Ahnung, wie man den nennt, ich habe den Namen vergessen. Der ist auch wirklich sehr, sehr OP. Das Ganze könnt ihr auch so gucken, wenn ich zum Beispiel so laufe und den Skill machen will. Zack. Das ist auch mega, mega. Guck mal her, Bats. Und der ist so easy, diese Skills sind so easy. Wichtig ist, der erste Skill ist für 5-Sterne-Skiller, der zweite genauso, der dritte ist für 3- bis 4-Sterne-Skiller. Und jetzt gehen wir direkt zum vierten. Viele von euch haben Probleme und kennen die Skills, aber sie wissen nicht, wo die Skills anwenden sollen. Das ist ja das Problem. Du kannst alle Skills in FIFA wissen, das heißt trotzdem nicht, dass du gut spielen kannst. So viele verwechseln das. Viele denken, wenn sie skillen können, können sie gut FIFA spielen. Es bringt ja nichts, wenn du irgendwo in der Mittellinie die ganze Zeit irgendwelche Skills machst. Weißt du, was ich meine? Da kann ich meinen kleinen Bruder holen, sogar der kann das machen. Weißt du, was ich meine? Du musst wissen, in welcher Situation, zu welchen Punkten und wann du sie zu 100% anwenden musst. Wirklich musst, damit du zum Tor kommst. Dazu habe ich auf jeden Fall auch einen Clip von mir, wo ich hier gespielt habe. Guckt euch mal an, welche Skills ich hier anwende. Der dritte Skill, merkt euch den. Guck mal her, ich habe hier mit Pinel ganz normal, ganz chillig den Ball und jetzt wende ich den Skill an und guck einfach, wie ruhig du sein musst. Zack, noch ein Skill drüber, Ball runter, abwarten, Messi, Ginola und Bats. Also du musst einfach im Strafraum auch unbedingt ruhig spielen, das ist natürlich sehr, sehr wirklich unnormal wichtig. Das waren die drei Skills, natürlich gibt es jetzt den vierten und fünften Skill und ich kann euch diese Skills wirklich zu Herzen legen. Nur in Situationen, wenn der Verteidiger hinter euch steht. Der Skill ist etwas schwer, da brauchst du auf jeden Fall nur einen 5-Sterne-Skiller. Wie gesagt, 100% nur, wenn ein Verteidiger hinter dir steht, es bringt dich oder seitlich von dir steht, das ist der Skill, den ich euch vorher gerade gezeigt habe. Zack, Bats. Also da könnt ihr, wenn er hinter euch steht, einfach den Ball über ihn flicken und dann direkt laufen. Folgendes Szenario, ich stehe hier mit Neymar und sein Verteidiger will den Ball ankommen. Ich sterbe mit dem Rücken zu ihm. Ich mache den Skill, zack, und ich bin über ihn, lauf aufs Tor, vielleicht noch ein Skill, zack, nach hinten und batz. Perfekt, Bruder. Aber ihr wisst schon, was ich damit gemeint habe.
Den Skill seht ihr auf jeden Fall auch. Ist auch hier eingeblendet. Also 100% anwenden. Ist wirklich sehr, sehr OP. Wir hatten jetzt den Reverse Elastico, normalen Elastico. Wir hatten diesen Umdreh-Skill. Da hatten wir diesen Ball-Über-Skill. Keine Ahnung, wie diese heißen. Und einen fünften Skill. Einen fünften Skill haben wir. Viele von euch werden das ja denken. Ich werde 5 mit 2 Skills kombinieren. Sehr OP. Wirklich sehr OP. Aber das würde ich auch nur Leuten empfehlen, die das zu 100% in richtigen Situationen machen. Dieser Skill funktioniert am besten über die Außen und wir kommen direkt zum fünften Skill. Also, dieser Skill über Außen, wirklich OP. Sagen wir mal, ich habe mit Neymar den Ball und ich weiß nicht, was ich machen soll. So. Und wir wollen den Gegner ein bisschen verarschen. Einfach laufen, L2, Ball nach hinten, zack. Zack, guck mal, ihr seht die Ausführung, wie das geht. Einfach komplett easy. Komplett easy. Und sagen wir mal, wir stehen so mit dem Ball, okay? Und wir wollen eine Flanke machen, aber können uns nicht drehen. Einfach den Skill ausführen und dann Bart die Flanke machen. Natürlich ist das leicht gesagt, aber Enzer, was ist so OP am Skill? Das ist OP. Aber wenn du den Skill cancelst, ist es auch mega OP. Das heißt, du hast mit Neymar hier den Ball. Du hast mit Neymar hier den Ball. Ich trage beim FIFA-Spielen einen Schal. Okay, ich höre lieber auf. Schau, das Ding ist bei diesem Skill, wenn du den ausführst, ne? Wenn du den ausführst, genau in diesem Moment, wo du den Skill hier machst, ne? Genau in diesem Moment wird der Gegner angehen. Aber sagen wir mal jetzt so, sagen wir mal, wir machen keine Spielchen. Wir laufen den Ball, oh amigo, wir nehmen den Ball mit Neymar und dann, genau wenn wir den machen, canceln wir den. Bruder, weißt du, was du mit deinem Gegner machst? Der wird auf dieses Spiel gar nicht mehr klarkommen. Der wird sich denken, was hat der Typ mit mir gemacht? Ist Albert Einstein aus seinem Grab erwacht? Weil das ist so ein guter Skill und ich schwör's euch, ich glaube, ich bin der Erfinder davon. So, ich habe es bei keinem gesehen, der das so macht wie ich. Ich habe es wirklich bei keinem gesehen, der das so macht wie ich. Guck mal, zack, canceln. Oh, Bro, der ist so gut. Zack, warte, wir müssen einen Namen finden für diesen Skill. Umdrehen, pausieren. Umdrehen, pausieren, Skill. Merkt euch, Enzer FIFA Skill. Freunde, merkt euch, ich bin euch zu besseren FIFA-Spieler und schau, wir müssen einen Vertrag unterschreiben, okay? Jeder, der dieses Video sieht, wir machen jetzt einen Vertrag. Ihr guckt meine Videos, werdet besser in FIFA und ihr supportet mich bei meinen Videos. So, wisst ihr, was daran so spannend? Also, wieso nicht? Wieso nicht, Jungs? Also, gönnt einfach ein Abo, lasst ein Like da, würde mich ja freuen. So, ist ja nicht so, dass ich sage, so, ist das selbstverständlich. Wisst ihr, was ich meine? Weißt du, ich will mal in Zukunft rausgehen, dann, weißt du, so Mädchen ansprechen mit, ey, ich mache FIFA-Tutorials. Weißt du, wenn du willst, bewerte ich dein Team. So. Also, Jungs, 5 Skills. Merkt euch die. Ihr seht natürlich auch die Controller immer, die ich eingeblendet habe. Ey, die sind so gut. Ey, wirklich, die sind einfach... So, wirklich, 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 wirklich. Aber dann habe ich noch extra einen 6. Skill. Ich werde einfach jetzt mal 5 Skills in den Titel schreiben. Dieser Skill, wirklich... Sehr, 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 sehr crack. Sehr gut. Dieses Skill könnt ihr mit dem Reverse Elastico kombinieren. Das heißt, wenn ich mit Neymar hier den Ball laufe, nach Ball nach hinten flanken und direkt in Reverse. Ball nach hinten, direkt Reverse. Ball nach hinten, direkt Reverse. So gut. Hilfe. Hilfe, so gut. Das seht ihr auch an Controller, wie ich den mache. Zack, und dann direkt Reverse Elastico und dann in die Ecke schießen, wo ich hinschießen will. Mega OP. Das waren 5 Skills, die du zu 100% verwenden sollst. Ich würde mich freuen, wenn ihr das Video bis zum Ende angeschaut habt. Freunde, lasst ein Abo da, lasst ein Like da, schreibt gerne in die Kommentare, Enzer, mach mal bitte ein Tutorial dazu, mach mal bitte ein Tutorial dazu und mach mal bitte ein Tutorial dazu. Kein Problem, mein Freund, lasst ein Abo da, lasst ein Like da, ich habe es schon 20 Mal erwähnt, aber so, wisst ihr, das Haus wird sich nicht von selber abbezahlen. Folgt mir auf Twitch, folgt mir auf Insta und dann bin ich raus für heute. Adios, amigos.